wenn wir auch nicht hier. Herzlich willkommen zum heutigen Tagebucheintrag. Heute möchte ich euch verraten, was meine wichtigste Erkenntnis war im letzten Jahr auf meinem Weg zum Doc-Filmer. Wenn ich zurückschaue auf meine Zeit als Ernährungsprofi zum Beispiel, bin ich oft nie richtig hergekommen. Der Erfolg ist nur schleppend gekommen und es hat sich angefühlt, als dass alles wieder zum Stillstand kommt, wenn ich das Wägeli nicht konstant vorwärts gestossen habe. Aus meiner Sicht haben andere Gänge viel länger Erfolg gefeiert. Ich habe zwar alle meine Schritte extrem gut geplant, aber so richtig klappend hat es halt gleich nie. Weil etwas Entscheidendes habe ich immer vergessen oder nicht gemacht. Ich habe mir nie ein klares Ziel gesetzt. Wenn ich etwas gelernt habe dieses Jahr, ist, dass erfolgreiche Leute immer einem ganz klar definierten Ziel nachjagen. Nicht alle haben einen Plan, wie sie dort herkommen, aber alle wissen haargenau, was sie wollen. Ich habe eigentlich keinen richtigen Plan, aber ich weiss glasklar wie unsichtbar, was ich genau will. Mich faszinieren neugierige Menschen, die konventionelles Denken hinterfragen und so eventuell auf neue Erkenntnisse gestossen sind. Und genau diese Geschichten will ich mit meinen Doc-Filmen erzählen und nicht zuletzt zu euch bringen. Meine Erkenntnis ist also, man muss genau wissen, was man will. Zum Glück braucht es aber nicht unbedingt einen Schritt-für-Schritt-Plan, wie man dort genau herkommen soll. Gängig auf das Bauchgefühl hören kann da schon länger. Als Gute für mich und hoffentlich auch für euch darf ich meinen ersten Doc-Film ankündigen. Mit dem Titel «Heisse Leidenschaft». Ich bin dem Kaffee-Experten Gabriele Carluccio durch das Bandbiet auf Schritt und Tritt gefolgt. Früher bin ich ja, da bin ich recht ein Wildsau. Ja, sehr viel müssen im Mittelpunkt. Was dabei ist rausgekommen, zeige ich ab dem Montag, 17. Dezember, auf diesem Kanal oder auf meiner Webseite. Nicht verpassen! Das war es für heute. Merci fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.